So, nachdem wir uns in der letzten Folge den Wuppertaler Wortakrobaten angeschaut haben, ist heute vier dran. In der letzten Folge habe ich einen kleinen Fehler gemacht. Zum Glück passt ihr wenigstens auf. Es war nicht die 90. Folge, wie es im Thumbnail stand, sondern die 92. Folge. Haie sind und bleiben zahlenverwechselnde Flirtspirren. Ich denke, wir sollten mit der Analyse beginnen. Wenn ihr also wissen wollt, was ich von Fiers Punchline-Dichte halte und warum er im Tunnel nicht überfahren wurde, dann solltet ihr dranbleiben zur 93. Folge meiner literaturwissenschaftlichen Analysen. Das Video von Fier wurde von dem Videoproduzenten Schuller Production gedreht und bearbeitet. Die beiden arbeiten schon seit Ewigkeiten zusammen und sind für ansprechende Videokunstwerke bekannt. Besonders die VBT-Qualifikation ist mir da eine Erinnerung geblieben. Wer sie noch nicht angeschaut hat, sofort nachholen. Mir gefällt am Anfang des Videos, dass der beginnende Beat in das Bild mit dem Schlagen in der Schmiederei ineinander läuft. Sehr coole Idee, den Beat mit dem Videobild im Intro zu verschmelzen. Dann kommen abwechselnd Szenen in einem Autotunnel und wo Fear in der Schmiederei steht. Ich persönlich fand den Farbkontrast bzw. die Farbveränderung der beiden Szenen zu stark. Besser wäre es gewesen, man hätte auf die dunkleren Einstellungen in der Schmiederei verzichtet und nur die Tunnelszenen gezeigt. Das ging extrem ins Auge. Die Szenen im Fabrikgebäude waren da schon erheblich besser. Viele haben sich auch gefragt, ob in dem Tunnel gar kein Auto vorbeigefahren ist. Entweder ist der Tunnel stillgelegt oder die beiden haben so spät abends gedreht, dass kaum noch ein Auto vorbeigefahren kam. Die genaue Antwort könnte nur Fear in einem Interview liefern. Könnte. Konjunktiv. Was ich euch liefern kann, sind die Punchlines unseres hyperaktiven Flow-Monsters. Die erste Line, die er bringt, die ich gut fand, ist diese hier. Wieso wird mit deinen Bars gegeizt? Johnny muss ein Sparfuchs sein. Qualität zum kleinen Preis. Eine coole Line, in der er die angebliche Punchline-Armut von Dixon mit einer Werbeaufschrift auf der Schwebebahn in dessen Video zu einer Punchline verknotet. Sehr kreativ, wie ich finde. Dann bringt er eine Line, in der das Sprichwort "der letzte Schrei" pointmäßig eingebaut wurde. Steck mein Messer rein, dann sind deine Vocals wie die Schuhe. Der letzte Schrei. Sehr gute Line mit einem eingebauten Homonym, das sicherlich nicht jeder wahrgenommen hat. Es bedeutet einmal, dass die Schuhe extrem angesagt sind und zum anderen der tatsächlich letzte Schrei, der erfolgt, wenn tatsächlich ein Messer im Schuh landet. Bei Fear besteht dieses lyrische Messer aus Punchlines gegen den Style von Dixon, nämlich in den Lines, die direkt danach folgen. Oh wow, ein neuer Sheriff in Town. Johnny, die Style-Polizei. Passt da besser mal auf. Sonst kommt der Dixon mit seinen Buffalos und haut euch wie ein Paladin. Was ist los? Du sollst rappen und nicht Cowboy und Indianer spielen. Sehr geniale Punchline, die sich über den Style von Dixon lustig macht, indem Fear ihn punchline-mäßig extrem weit übertreibt und ihm zu einem Cowboy humorvoll herabstuft. Dann beschießt er auch noch den Flow des Wuppertalers in dieser Line hier. Johnny, du rappst drucklos und lustlos. Ficker, deine Stimme knallt nicht. Und da helfen dir auch keine 10 Kompressoren, EQs und dein scheiß Hall nix. Im VBT musstest du echt in die Zwischenrunde? Wie peinlich. Peinlich. Das waren sehr gut platzierte und konstruierte Lines, wie ich fand. Hier zeigt uns Fear einen Teil seiner langen Battle-Rap-Erfahrung. Die gesetzten Reime, egal ob Binnenreime oder Endreime, unterstützen ihn hier nicht nur beim Flow, sondern bieten auch einen Mehrwert für die Punchline, in der er sich mit einer Übertreibung im Wort 10 Kompressoren über Dixons angeblich flaches Stümpchen lustig macht. Insgesamt bringt er ein paar echt gelungene Lines. Allerdings bleiben bei mir im direkten Vergleich zu Dixon, dessen Punchlines sich in der letzten Analyse untersucht habe, weniger Lines hängen. Wie sah das bei euch aus? Könnt ihr mir zustimmen oder gibt es Lines, die ich vergessen habe zu erwähnen? Wenn ja, dann könnt ihr diese Analyse in den Kommentaren einfach wieder ergänzen. Unser energiegeladenes Sprechgesangsmaschinengewehr beweist, dass er seinen Flow tempomäßig variieren kann. Der hat seine Rap-Stimme schon fast perfekt unter Kontrolle. Er setzt dazu zum Teil aber einfache Reimkonstrukte, die mehr seinen Flow unterstützen, als dass sie seine Punchlines unterstützen. Das Problem bei dieser Runde war, dass er drei verschiedene Parts bringt, in denen er fast immer flowmäßig extrem schnell beginnt. Dadurch entsteht keine Langeweile beim Anschauen. Allerdings hätte ich persönlich eine durchgehende Runde besser gefunden, bei der er am Ende flowmäßig beschleunigt und seinen Gegner geschwindigkeitsmäßig mit Punchlines überflutet. Ich würde sagen, ich mache mir noch ein wenig Gedanken zu meinem Ergebnis des Battles und wenn ich dann zu einem Ergebnis gekommen bin, könnt ihr es am Donnerstag gegen 16 Uhr auf meiner Facebook-Seite begutachten.
Und falls ihr in Zukunft wieder mehr literaturwissenschaftliche Analysen sehen wollt, dann einfach diesen Kanal abonnieren und mir gegebenenfalls helfen, damit ich die 15.000 Abonnenten knacke. Danke euch dafür und falls ihr euch meine Analyse zu der Runde von Johnny Dixon ansehen wollt, dann verlinke ich sie hier und alle, die diese Folge mit dem Handy anschauen, finden den Link zur Analyse in der Videobeschreibung.